Deutschland überhaupt noch irgendetwas zu verlieren an Ruf? Selbst auf der Straße hier in Kanada, da fragen uns kanadische Bürger, sag mal, was läuft denn da eigentlich ab? Selbst die politisch nicht Interessierten merken, dass Deutschland im Prinzip von einem Irrhaufen regiert wird, die eine reine Selbstzerstörung zum Ziel haben. Und wenn man dann sieht, beispielsweise, wie mit den bunten Fahnen rumgeschoben wird und dann die Deutschlandfahne schon als extrem angesehen wird, also wer hier in Kanada keinen Maple Leaf gehisst hat, da fragt man sich schon, Mensch, du, warum steht der eigentlich nicht zu seinem Land? Und ich habe hier mal einem Kanadier versucht zu erklären, wenn ich mir in Deutschland in meinen Garten eine Deutschlandfahne hinstecken stellen würde, dass wir sie mal mein Auto zerkratzen, das konnte der überhaupt nicht verstehen, weil die Liebe zum Vaterland einfach sehr groß ist und die kann ja in Deutschland gar nicht mehr da sein, wie denn auch. Deshalb wird es auch schwierig, einen Krieg zu führen, nämlich diese Situation zu verteidigen, die wir in Deutschland haben. Was gibt es denn da zu verteidigen? Den Irrhaufen, den wir da gerade haben? Nein, wir brauchen wieder eine ordentliche Politik mit tatsächlichen staatstragenden Personen. Dazu ist eine Mindestbildung eben halt, Ausbildung natürlich vonnöten und natürlich auch diplomatisches Geschick und Erfahrung auch. Also der alte weiße Mann, der hat sich manchmal sogar bewährt. Also wenn man sich Frau Faeser anguckt oder Herrn Habeck, der Vaterlandsliebe zum Kotzen findet. Ja, das ist genau die Situation. Also für mich war es so, als wir damals die Zeremonie hatten, als wir Kanadier wurden, ich etwas früher noch als du, und ich stand dann dort und dann waren vorne die uniformierten Repräsentanten, eine Richterin und verschiedene Leute mit ihren verschiedenen Uniformen auch. Und dann haben wir alle laut gesungen, eben die kanadische Hymne, und haben dort stramm gestanden. Das war so ergreifend, dieses Gefühl auch wieder von der Heimat, einer neuen Heimat in diesem Fall zu haben. Ich gebe zu, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, aber ich glaube, du auch, ne? Ja, klar. Und das ist natürlich auch nicht nur der Sprung in eine neue Heimat. Ich meine, man wird immer mit der alten Heimat verbunden sein, sondern es ist eigentlich Freude und Schmerz. Freude darüber, dass man diese Vaterlandsliebe oder Heimatliebe leben darf, aber Schmerz darüber, dass es in der alten Heimat fast schon verboten ist. Ja, das ist so. Aber wir fühlen uns natürlich wirklich mit unserem Heimatland verbunden, ganz stark. Das ist ja der Grund, warum wir die Podcasts machen hier und das eben in deutscher Sprache und das eben dreimal die Woche und das ganz konsequent, weil wir uns mit der Heimat, mit euch, mit unseren Zuhörern so wunderbar verbunden fühlen, weil dieser Geist, den man noch kennt aus der alten Zeit, den wir noch mitgemacht haben und der natürlich auch vielerorts, wenn auch heimlich, noch stattfindet, das ist schon wirklich ungewöhnlich. Und wenn ich hier sehe, dass Was wir hier... Was meinst du denn mit Geist? Ich denke einfach nur, dass diese... Deutschland hat ja eine großartige Geschichte auch gehabt. Das ist ja nicht nur die 12 Jahre zwischen 1933 und 1945, sondern es gab ja auch ein bisschen was davor und auch sogar noch danach. Aber gerade davor war ja eine Hochzeit der geistigen Entwicklung, beispielsweise der Dichter und Denker und der Musiker, der Komponisten im europäischen Raum. Und da spielte Deutschland eine mitzentrale Rolle. Natürlich andere auch. Mozart hat in Österreich gelebt, das ist mir klar. Aber das war eben halt ganz wichtig. Und diese große Kultur ist im Prinzip durch die Kriegsgeschichten, nämlich Erster, Zweiter und jetzt eventuell Dritter Krieg, abgeschafft worden. Das gehört ja alles in unmittelbaren Zusammenhang einer Umstrukturierung eines Volkssystems oder einer Volksstruktur, die einfach da war. Und genau das erleben wir jetzt einfach. Und es ist so wichtig, es gibt viele Menschen, die das eben halt noch ein wenig hochhalten, die Goethe oder Schiller einfach noch lesen. Ja, also hochentwickelte Geister, die finden wir allerdings nicht nur in Deutschland, sondern die finden wir auf der ganzen Welt. Davon dürfen wir uns ja auch hier überzeugen, dass ich glaube, das hat nicht unbedingt nur etwas alleine mit einer Nationalität zu tun, sondern einfach mit der Entwicklung
einer Persönlichkeit, die vielleicht über viele Inkarnierungen, egal in welchem Land, auf welchem Kontinent sie gelebt hat, nach oben wollte. Natürlich hat das nichts mit der Nationalität zu tun, aber die Nation und der Staat, die sind sowieso erst im Mittelalter erfunden worden. Aber es geht um die verschiedenen Völker von bestimmten Regionen, die eben halt eine morphogenetische Entwicklung geschaffen haben. Da sind wir wieder bei den Gedankenformen, die solch große kreative Gedankenzentralen entwickelt hatten. Ich habe das immer wieder erklärt, die auf die Urdenker zurückkommen und dadurch eben halt dieser Riesenaufschwung dieser geistigen Entwicklung da war. Und das hatten wir bei den Mayas, das hatten wir bei den Inkas und da reden wir auch nicht von Nationen und von Volk, sondern wir reden eben halt von Menschen, die dort lebten und die genau diese morphogenetischen Felder dort wiederum hatten. Das ist ja nichts Neues. Aber ich finde es schon ganz wichtig, dass wir diese großartigen Dichter und Denker, die wir eben halt im 16., 17., 18. Jahrhundert eben halt in Europa zu verzeichnen haben, dass wir die auch ein bisschen hochhalten, denn das sind natürlich alles historische Dokumente, auch für die Zukunft. Genau, das eine schließt das andere auch nicht aus. Und ihr habt jetzt wieder einen Eindruck bekommen, wie es bei uns am Küchentisch zugeht. Also immer auch ein bisschen kritisch mit dem, was der andere sagt. Das ist übrigens auch wichtig. Wir wünschen uns das auch von euch, dass das, was wir hier besprechen, nicht einfach hingenommen wird, unwidersprochen, sondern jeder seine eigenen Gedanken sich über die Dinge macht und vielleicht auch eine eigene Entwicklung dazu einschlägt. Andreas, ich möchte noch mit dir über ein anderes Thema, nämlich die Wahl in den USA sprechen. Die findet ja in diesem Jahr statt, wenn alles gut geht. Und wir haben gerade schon drüber gesprochen, Donald Trump hat noch eine harte Zeit vor sich. Der wird vor den Kadi gezogen und geschleppt wegen aller möglichen Vergehen, was man ihm vorwirft. Zum Teil auch alte Kamellen, die schon widerlegt wurden. Also man wird auch nicht müde, die Dinge immer wieder hervorzuziehen. Und jetzt hat für lange Zeit, weil man hat sich vor einigen Jahren dazu entschlossen, keine Fernsehduelle mehr in Amerika für den Präsidentschaftswahlkampf zu organisieren. Jetzt hat sich plötzlich Joe Biden zu Wort gemeldet und hat überraschenderweise gesagt, er sei jetzt dazu bereit, mit Donald Trump öffentlich zu diskutieren. Naja, also ich habe so das Gefühl, gerade im Moment schoss mir durch den Kopf, ob sie einen Doppelgänger geschaffen haben, der das machen soll. Denn man kann sich doch unmöglich in dem Zustand von Joe Biden in diese Gefahr begeben, mit Donald Trump in eine Diskussion zu kommen. Denn er ist ja da an der Stelle natürlich rhetorisch und vielleicht auch anderweitig völlig unbewaffnet in einem solchen Fight, der da läuft. Und man wundert sich darüber. Aber gut, wir wissen, wie Herr Biden in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Wir haben gesehen, dass er seine Stellvertreterin als Präsidentin genannt hat. Wir haben gesehen, dass er auf seinen Teleprompter das Wort Pause mitgelesen hat, nachdem er fertig war mit Lesen mit seinem Text. All diese Dinge sind ja gelaufen. Und dann sich in einem solchen Gespräch reinzubegeben, na dann, gute Nacht, Marie, wie soll das laufen? Thank you.